Die Form der Heiligkreuzkirche in Weißenburg lässt sich nicht auf den ersten Blick erkennen. Jedenfalls nicht vom Boden aus. Bei genauerem Hinschauen weisen die Rundungen und Ecken der Fassade aber darauf hin. Der Hauptraum der Kirche hat die Form eines Kreuzes. Ihr Name spiegelt sich also sogar in der Architektur wider. Vor 50 Jahren errichteten die Gläubigen in Weißenburg nicht nur eine Kirche, sondern ein Zentrum. Neben einigen Wohnungen befinden sich auch heute noch wichtige Einrichtungen in den Gebäuden rund um das Gotteshaus. Ein Kindergarten, eine Bücherei und ein Jugendzentrum der Pfadfinder. Jura Kalkstein vereint die Gebäude optisch. Vor allen Dingen der Naturstein. Wenn man morgens hergeht und die Sonne scheint in diese runden Wände so rein, also von außen, das ist sehr, sehr schön, diese ganze Wirkung, nicht? Und auch innen, die wuchtigen Sichtbeton, so in alles, das passt einfach alles zu dem Naturstein dazu. Der Einsatz von ortstypischen Naturmaterialien war eines der Markenzeichen des Architekten Alexander Raimund Freiherr von Branca. Auch im Innern ist der Naturstein zu sehen. Der Raum wirkt weit und hell. Das Licht fällt von oben und seitlich durch verschiedene Fenster in die Kirche. Sie bietet vielen Menschen Platz. Das war besonders in der Anfangszeit auch nötig. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele katholische Heimatvertriebene ins evangelische Weißenburg. Bisher hatte die kleinere St. Willibaldkirche ausgereicht. Nun war sie aber nicht mehr groß genug für alle Katholiken im Ort. 1962 begann der Bau der neuen Heiligkreuzkirche und der umliegenden Gebäude. 1964 wurde die Kirche geweiht. Für mich hat der Bau der Heiligkreuzkirche eigentlich eine ganz besondere Bedeutung. Wer darf schon damals als junge Frau die Planung und den Bau einer Kirche miterleben? Und unser damaliger Stadtpfarrer Josef Pfeiffer hat uns junge Menschen so begeistert von diesem Bau, dass wir das eigentlich ganz freudig und verfolgt haben, diesen Bau. Besonders stolz sind die Gläubigen auf die große Sandner-Orgel. Sie ersetzt seit 2010 eine provisorische Orgel und wurde mit Hilfe vieler Spenden und der Arbeit des Orgelbauvereins erworben. 1700 Pfeifen sorgen jetzt für einen vollen Klang in der Kirche. Im hinteren linken Flügel befinden sich ein Marienaltar und ein Kreuzweg. Die 14 Stationen sind mit bunten Fäden gestickt. Mir gefällt zum Beispiel der Kreuzweg. Den liebe ich in den Farben. Da zeichnet sich eigentlich auch unser Leben wieder. Eine Besonderheit ist auch die Sakramentskapelle im vorderen rechten Flügel der Kirche. Zudem gibt es eine Taufkapelle, die sich an den Seiteneingang anschließt. In diesem Anbau befindet sich das Taufbecken. Auch die Glocken sind ausgelagert. Sie schlagen in einem Glockenturm neben dem Kirchengebäude. Ich denke auch gerade die großen Gottesdienste, sei es Firmung, Erstkommunion oder vor allem die Osternacht, da ist Heiligkreuz ein sehr passender Ort für den Einzug, für das Dunkel, ins Licht kommen, auch für Familiengottesdienste und Gottesdienste, die vor allem die Gemeinschaft in den Blick nehmen, ist es ein bedeutender Ort, weil Gemeinde erfahrbar wird. 2014 feiert die Kirche ihr 50-jähriges Weihejubiläum. Renovierungsarbeiten am Dach und an der Fassade lassen die Kirche neu erstrahlen. Und die Feierlichkeiten machen die Gemeinschaft der Gläubigen in besonderer Weise spürbar.